Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Was für ein neuer Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um 10-fach. Ich habe vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Sind hier denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Der Oberen Kapitulation. Flammen im Stau. Hurra! Die 9. Armee ist nach Norden bewegungsunfähig. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Die 9. Armee ist nach Norden bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um 10-faches. Fähig. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadt. Ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Unwahrscheinlich, das Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Hut. Ich werde noch... Der schleicht er dann gleich wieder ab. Das war ein Befehl! Fähig, bewegungsunfähig. Jedenfalls. Von da an alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen!